Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Wir probieren gerade die nagelneue Kamera aus, die wir gerade bekommen haben, dank unserer Patreon-Unterstützer. Ihr werdet dazu auch auf dem Channel hier noch viel mehr von uns hören. Wir werden ein paar Vlogs machen, wir werden das Ding ein bisschen ausfahren, euch ein bisschen vorstellen. Und vor allem, wenn es am Anfang jetzt noch ein paar Probleme gibt mit der Einstellung, mit der Farbe oder sonst irgendwas, das ist jetzt alles in Experimentierphase. In jedem Fall werden wir uns versuchen, da sehr, sehr schnell reinzuarbeiten, wollen euch aber natürlich nicht die Updates entgehen lassen. Genau. Die scharfen Updates, so scharf, wie wir jetzt hoffentlich hier sind in der Kamera. Ja, hallo. Genau. So, ja, also wir fangen gleich an mit dem Hot Topic, würde ich sagen, ne? Ja. Und ja, kaum das Alpha 2.3 online war, war auch auf einmal schon Alpha 2.3.1 online und damit live für alle Spieler verfügbar. Und ja, ihr könnt reingehen, das testen und einfach loslegen. Genau, da gibt es ein kleines Update sozusagen, da gibt es keine großen Inhalte, sondern das ist wie immer Bugfixing und Fehlerbehebung. Genau, sehr schön, als wenn es abgesprochen wäre gerade. Ja, da sind also keine großen neuen Schiffe oder sonst irgendwas mit dabei, aber es ist auf jeden Fall eines, was ganz schön funktioniert jetzt und das ist wieder die Freundesliste. Das haben wir gerade ausprobiert, das heißt, wir kommen jetzt wieder gemeinsam ohne Probleme ins Verse, gerade ins Mini-PU, das war für mich eine ganz große Sache, ja. Wie groß ist das Ding gewesen, glaube ich? 2 Gigabyte, Quatsch, ja, doch, 2,2 so. Rum, 2,2 Gigabyte, richtig. Genau. Als Tipp, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten findet, erstmal in zum Beispiel in Grafiken oder irgendwas in der Art, immer den User-Ordner einmal löschen, das macht sich ganz gut. Den findet ihr übrigens grundsätzlich auf eurer C-Festplatte, wenn ihr das Ganze dort installiert habt. Und zwar unter, wenn ich mal gucken darf, ja, Program Files, Cloud Imperium, Games und Star Citizen und Live, das ist der Ordner, den ihr dafür braucht. Der andere ist unter Umständen Test und das ist dann der PTU-Ordner. Da drin findet ihr euren User-Ordner, den einmal rauslöschen und als Tipp, speichert euch vorher eure Tastatur-Settings. Das heißt, die Settings, die ihr habt, exportiert und dann sozusagen einmal aus dem Ordner rauskopiert, den User-Ordner löschen und wieder reinkopieren. Ansonsten ist alles weg, was ihr euch vorher ausgedacht habt. Ganz genau. Mhm. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Bugs zu melden habt, dann ja, macht das einfach übers Issue Council. Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine wichtige Information gab es auch noch mit diesem Patch und zwar bei den Cryastro Stations haben wir auch im Spiel jetzt festgestellt, nämlich, dass die nicht alle immer hundertprozentig funktionieren. Das heißt, es ist sehr inkonsistent. Wenn man jetzt irgendwo landet, kann es sein, dass das Schiff repariert wird, kann aber auch sein, dass Waffen vergessen werden, Munition vergessen wird, irgendwas in der Art, Raketen werden zum Teil nicht aufgefüllt. Genau. Ist ein bisschen chaotisch. Wenn ein Flügel von euch zum Beispiel irgendwie beschädigt ist oder gar nicht vorhanden, der gerade repariert wird, dann werden vielleicht Komponenten daran auch nicht repariert. Ja, richtig, also das ist momentan ein bekannter Bug, also von daher muss man sich darauf verlassen, dass es dann irgendwann funktioniert. Und von da aus würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in die Weekly Updates. Ja, und in den Weekly Updates fangen wir an mit Around the Verse und da ging es direkt eigentlich um die Inhalte, die für 2.4 finalisiert werden sollen. Und bis dahin, was ist finalisiert? Auf jeden Fall das Shopping-System und darüber haben wir uns alle sehr gefreut, denn ich weiß, ihr steht auch auf Shopping. Das haben wir mit euch getestet und ihr habt abgestimmt. Und ja, woran haben sie gearbeitet? Also es gibt auf jeden Fall eine Inventarliste mit Preisen und auch Preisinfos und Produktinfos soll es dazu geben. Also das ist schon mal ein schönes Ding, finde ich. Auf jeden Fall, genau. Und womit kauft man die ganzen schönen Sachen mit der Alpha-Währung? Da haben wir euch ja schon letzte Woche darüber berichtet, dass es eine Art Testwährung, die jetzt erstmal läuft, um das ganze Shopping-System überhaupt erstmal ja, zu testen, zu prüfen, wie funktioniert das, wo sind noch Fehler. Dafür ist diese Testwährung da. Die kann, wie gesagt, zwischendurch auch mal gelöscht werden. Also Also Vorsicht damit. Was ihr kauft, wird dann nämlich auch gelöscht. Also von daher seid ein bisschen vorsichtig und freut euch nicht allzu sehr am Anfang darüber. Das wird ein bisschen sein, haben sie gesagt, wie bei den Leaderboards, wo immer wieder so eine Season ist und nachdem die Season durch ist, sozusagen wird alles gelöscht und jeder fängt von vorne an und ähnlich ist es bei diesen Alpha-Credits oder der Alpha-Währung als Testwährung. Ja, und da fragt man sich, wie kann ich das Ganze verdienen? Zum Beispiel durch Missionen oder wenn ich gesuchte Spieler töte oder auch Piraten. Genau, also dadurch werdet ihr die Möglichkeit haben, das Ganze dann in-game zu verdienen. Und ja, dann wird es natürlich viel zu kaufen geben diesbezüglich. Also da haben sie als Beispiel gegeben, der Cubby Blast Store sozusagen, der jetzt ja aktuell schon in Arcorp drin ist. Der hat ja jetzt schon in seinen Schaufenstern so die Waffen drin. Die werden, als wird es dann alle zu kaufen geben. Außerdem werden sie ihn erweitern um ein paar Schaufensterpuppen. Ja, genau. Mannequins haben sie es genannt. So ist es. Die Rüstungen tragen und ja, die
wird es dann auch zu kaufen geben. Genau, die kriegt ihr dann da. Obwohl sie gesagt haben, der Cubby Blast Store ist kein Rüstungsgeschäft an sich, das ist ein Waffenladen. Den richtigen Rüstungsladen, den wird es dann auf Nyx geben, und zwar in der Levski-Landezone, wenn sie denn dann kommt. Aber sie haben gleichzeitig damit so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, 2.4, wird Nyx. Da wird es noch nicht. Nyx, richtig. Da gibt es das Ganze noch nicht. Also das wird erst später zu uns kommen. Aber da wird es dann einen richtigen Shop geben für Rüstungsteile, Einzelteile und so weiter. Also wo das Ganze noch ein bisschen ausführlicher ist, als jetzt vorläufig erstmal zum Testen im Cubby Blast Store. Ja, dementsprechend kann man sagen, es geht von dort aus, ging es in Around the Verse auch ein bisschen weiter in Richtung Idris. Da ist nämlich auch viel passiert. Ja, da wurde viel dran gearbeitet. Unter anderem an der Landung im hinteren Bereich der Idris. Also das testen sie jetzt, sind dabei, das irgendwie gerade hinzukriegen. Dann haben sie Waffentests gemacht. Und sie arbeiten auch daran, wie wird es sein mit den NPCs, also mit der künstlichen Intelligenz, mit den Interaktionen, wie werden diese stattfinden mit den Terminals in der Idris. Genau, da sind sie jetzt ganz heftig dran, um zu gucken, drücken die alle die richtigen Knöpfe an den Terminals da und funktioniert das auch ganz richtig. Ja, und was uns persönlich alle sehr beeindruckt hat, war das Fast Forward von Around the Verse. Und zwar war das eine kurze Demo zum dem prozeduralen Rendering auf Planeten, insbesondere mit einem unglaublich schönen Horizont. Also die kann man sich mal angucken, schaut mal da rein, es ist total schick geworden, finde ich, und wird unglaublich beeindruckend. Und so, ne? Genau. Richtig, das ist richtig cool. Und dann gab es ein Interview zu Around the Verse. Ja, dann gab es ein Interview, und zwar mit dem Design Director Toby Patney. Wie heißt er? Toby Patney. Mein Gott. Genau. Also, ist nicht so schön. Puppi, Party, Tappi, Puppi. Genau, also Todd Tappi. Genau. So rum. Er ist der Design Director und vor allem meistens in Frankfurt bei Foundry 42. Und ja, mit dem haben sie ein schönes Interview gemacht und er hat sich eigentlich hauptsächlich oder befasst sich hauptsächlich mit den Missionen ohne Kampffokus, ne? Das ist jetzt gerade der Fokus dafür, ne? Dass man sagt, wir wollen jetzt von den Kampfmissionen weg, und zwar in Richtung Transport von Ladung, also Cargo, in Richtung Looting und Plündern, in Richtung dem Rettungssystem und natürlich auch Escort-Missionen. All das ist jetzt sozusagen sein Fokus, da verlegt er sich jetzt drauf, und außerdem macht er viel in Richtung FPS. Da hat er nämlich nochmal bekräftigt, dass das FPS weiterhin auch ein wichtiger Bestandteil ist. Ganz genau, also es ist trotzdem im Fokus, auch wenn jetzt die grundlegenden anderen Mechaniken, auch wenn daran gearbeitet wird und EVA-Probleme geklärt werden oder was auch immer. Trotzdem, was natürlich für Squadron 42 ganz toll ist, trotzdem ist natürlich FPS dann im Fokus. Ganz, ganz wichtig für die Leute, genau. Und ja, von da aus gehen wir dann zu Reverse the Verse. Genau, und Reverse the Verse, da war gleich was am Anfang für dich dabei, der Ursa Rover. Ne? Der ist jetzt in Arbeit, beziehungsweise die Arbeit daran hat jetzt begonnen. Passt natürlich ganz gut so zum prozeduralen Rendering, das heißt, man kann sich dann vorstellen, wie man mit dem Rover eben über diese Planeten pfeffert. Genau, so ist es. Und ja, ihr kennt den vielleicht aus der Werbung von der Constellation Aquila, da ist er eben sozusagen zu sehen, und daran wird jetzt gearbeitet und auch seine Rolle im Spiel dann definiert. Ja, und außerdem wurden schon die Inhalte jetzt festgelegt für 2.4, obwohl sie uns gemeinerweise noch nicht verraten wollen, was genau drin ist. Nö, aber auf jeden Fall wird schon mal der erste Build getestet, haben sie gesagt. Das ist schon ziemlich schnell, ja. Das ist schon ziemlich schnell. Und sie haben gesagt, dass zumindest ein Schiff Hangar Ready und ein weiteres Schiff Flight Ready werden soll. Genau. Außerdem wird es die erste Iteration des Persistenzsystems geben, und es war ja auch schon unsere Spekulation, dass die jetzt auf jeden Fall kommen wird. Was die Schiffe angeht, Flight Ready und Hangar Ready, kann man wirklich nur wild spekulieren, aber ich gehe davon aus, dass das Hangar Ready Schiff wird die Reliant werden. Ja, das haben wir sieht auch schon spekuliert, ne? Genau, das sieht schon sehr, sehr danach aus, und wenn wir richtig viel Glück haben, dann wird die Starfarer das Flight Ready Schiff. Aber wie gesagt, Vorsicht damit. Vorsicht. Und apropos Starfarer, gehen wir gleich weiter zu den Schiffs. Starti sind es ja dann in dem Fall. Genau, die Starfarer, ja, also die ist momentan oder befindet sich momentan in Testflügen im All. Daher auch meine Spekulation. Und an den Schadenseffekten wird gerade gearbeitet an der Starfarer. Dann ging es weiter mit dem kleinen Bergbauschiffchen, wovon wir letzte Woche schon gesprochen haben, dass ja ein Name, ein geheimer Name, bekannt gegeben oder noch nicht bekannt gegeben wurde. Diesmal wissen wir ihn. Genau, ihr hattet das auch schon fleißig kommentiert unter unserem letzten Video. Das kam dann nämlich quasi zeitgleich mit Ten for the Chairman, als unsere Episode einen Tag später startete. Und das soll Misk Prospector heißen, also
klar, von der Firma Misk war schon bekannt und der Name wird jetzt Prospector sein. Außerdem ein kleines Update zu deiner geliebten Dragonfly. genau, die wird keinen Quantum Drive besitzen, zumindest ist es momentan so vorgesehen. Wann sie sagen allerdings, sie werden während der Konzeptphase jetzt auch das Ganze nochmal überarbeiten und sich gucken, ob das wirklich Sinn macht mit dem kleinen Schiff. Vielleicht macht es ja auch keinen Sinn. Naja, so deine Hoffnung, dann ne? werde ich so aus dem Schiff rausrasen. Das reicht auch. So ist es, ja. Dann gab es Neues zur Carrick, beziehungsweise nicht so wirklich was Neues. Also sie ist ja noch nicht in Produktion, aber sie sammeln auf jeden Fall Ideen dazu. Und sobald die Caterpillar fertig ist, haben sie gesagt, dann werden die Ressourcen rüber zur Carrick gebracht. Mhm. Also dann geht es da weiter und die Leute kümmern sich dann um die Carrick weiter. Ja, da sind wir sehr gespannt, wie es dann mit der Caterpillar weitergeht. Denn die ist ja tatsächlich anscheinend sehr stark im Fokus momentan. Ja, ne? Gut, wir gehen von Reverse the Verse zu 10 for the Chairman. Und das war jetzt wieder mal mit Chris Roberts persönlich. Mhm. Und da haben wir uns wieder was rausgesucht für euch zum Vortragen. Und zwar die erste Frage, die fanden wir sehr, sehr spannend, ist die Sache mit der Aktivierung eines Notsignals. Wer wird darauf reagieren? Machen das dann nur Menschen oder kommen zum Beispiel auch Banu und Shiyan? Und da hat er relativ klar gesagt, es wird noch überdacht, das System aktuell. Aber vorgesehen ist tatsächlich, dass alle möglichen Rassen davon Wind bekommen. Und davon, sehr witzig fand ich, nicht nur die Shiyan, nicht nur die Banu, sondern auch die Vendul könnten dann auftauchen. Also seid vorsichtig. Viel Spaß beim Notruf klicken. Richtig, ja. Freut euch, wenn Fresh den Raum überwacht, dann könntet ihr zumindest von den Vendul verteidigt werden. Das ist ja dann unser Job. Aber ansonsten fand ich sehr, sehr cool, dass die Vendul da unter Umständen auch sagen, oh, da piept was, da fliegen wir hin, da können wir vielleicht was greifen. Ja, wie ging es weiter? Ja, also noch zu dem Punkt haben sie auch noch gesagt, dass es so ein bisschen davon abhängt, in welchem Weltraumabschnitt man sich gerade befindet. Ja, weiter ging es dann damit, haben auch schon viele Leute von euch gefragt, im Chat auch immer wieder, wie wird es eigentlich sein mit den Übersetzungen? Ne? Also wird es Übersetzungen geben für Star Citizen? Und da haben sie, sich nicht ganz so eindeutig geäußert. Also es wird Übersetzungen geben in puncto Gameplay-Funktionen und auch in puncto Dialogen, erstmal sieht es wohl so aus, dass es erst in Englisch rauskommen wird, vielleicht mit Untertiteln oder höchstwahrscheinlich eigentlich mit Untertiteln und später dann eine Vollsynchro dann erst nachgeliefert wird. Genau. Es ist im Endeffekt so, er hat zugesagt, es wird eine Übersetzung kommen, es wird alles passieren, ja, aber erwartet nicht, dass es quasi mit dem ersten Release jetzt schon ist. Wenn man sich alleine das Skript anguckt von Squadron 42 und so ein bisschen auch die Hintergründe kennt, wie so eine Synchro entsteht, was bei uns beiden ja nun tatsächlich auch der Fall ist, Leute, das ist ein Riesenpacken Arbeit und daher erwarten wir auch nicht, dass es sofort da ist, aber er hat auch in dieser Frage immer wieder Deutschland und Frankreich zum Beispiel erwähnt, das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wirklich auch eine Voll-Synchro irgendwann kommt, nur kann halt ein bisschen dauern. Also das ist auf jeden Fall die Sache dazu. Am Anfang wird es vielleicht wirklich nur Untertitel sein und dass eben solche Schaltflächen oder ähnliches übersetzt werden, damit man weiß, was für ein Knöpfchen da man drückt. Und von da aus geht es dann nochmal in die nächste Frage und zwar, da ging es nochmal um mehr Spieler in Crusader. Ne? Ja, genau. Also wie wird das eigentlich sein? Wie haben sie es genannt? Was wird getan, um in Zukunft mehr Spieler in Crusader spielen zu lassen? Ja, und da haben sie gesagt, also dass eigentlich das Langzeitziel ist, dass es mehr als 24 Spieler in einer Instanz spielen können oder da sein können. Und sie wollen auf jeden Fall mehr Flügel im Port Olisar hinzufügen. Genau. Und mehr Terminals quasi. Momentan sind ja das Alpha und das Bravo Terminal offen und Charlie und Delta sind noch nicht frei. Das heißt, die kommen noch mit dazu. Jedes bietet Platz dann für 16 Spieler. Das bedeutet, das erste Ziel wäre, 64 Spieler in die Instanz zu bekommen. Außerdem wird Port Olisar sowieso erweitert, nämlich durch Gänge, die die Terminals miteinander verbinden, wo dann auch so ein Shopping Mall quasi drin entsteht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und dann hat er noch so ein bisschen erzählt, wie das Ganze dann später aufgebaut werden soll. Das war auch in dem Subscriber-Livestream schon zu sehen oder zu hören, dass er nämlich sagt, jede Location quasi innerhalb eines Sternensystems soll dann einen eigenen Server bekommen. Und das Ganze bildet dann ein Netz aus Servern. Das heißt, es wird dann, wenn man bei Port Olisar startet und dann weiterfliegt, zum Beispiel nach Korea oder in den Outpost, überall Cryastro Stations, was auch immer, übernimmt ein anderer Server und der sozusagen als Teil der Persistenz überträgt dann alles, was man mit dabei hat und die ganze Ladung und sowas halt, sodass man sich im Endeffekt die Last auf viele, viele einzelne Server verteilt wird. Das ist ein sehr cleveres System eigentlich, damit nicht alles wieder zusammenbricht. Definitiv, ja, so ist es. Ja, dann gab es eine weitere Frage, die wir uns auch noch rausgepickt haben. Also
was ist eigentlich im Hinblick auf Konzeptschiffe zu erwarten? Ja. Also was wird da auf uns zukommen? Und da haben sie gesprochen von der Polaris Corvette, dann die Drake Buccaneer Interplanetary, ne? Interceptor. Genau. Interceptor war das. Und die, ja, Misk Prospector. Genau. Die, wie gesagt, Prospector hat er nochmal ausgeführt. Das wird also ein kleines Bergbauschiff sein, was insbesondere eben für kleinere Asteroiden oder auch auf Planeten dort hinkommt, wo eine Orion nicht hinkommt. Das heißt, die Sachen, die zu klein sind für die Orion, und die Prospector wird dann wohl selber in den Hangar passen können von verschiedenen Schiffen, um dann eben transportiert zu werden oder eben auch einfach entladen. Das ist der Sinn, und da freuen wir uns schon sehr auf den Concept Sale, bin ich schon sehr gespannt. Viele von euch da draußen sind ja gerade insbesondere im Mining interessiert. Ja, eine letzte Frage haben wir uns noch rausgepickt. Das war sozusagen das von mir der Input, der unbedingt noch kommen musste, und zwar ging es da um die Steuerung von Großkampfschiffen. Wie wird denn das sein? Stelle ich kurz vor, es wird im Endeffekt ein duales System. Entweder man sitzt tatsächlich an der Steuerkonsole selbst, das heißt, man ist sozusagen Helm Officer, also Steuermann, so ist es, und dann steuert man das Schiff eben selbst und manuell. Oder es wird gerade ein System überlegt, da sind sie allerdings auch noch wirklich an der Entwicklung dran, wie das Schiff sozusagen aus einem strategischen Bildschirm heraus gesteuert werden kann. Man könnte sich das so ein bisschen Point-and-Click-mäßig vorstellen, das heißt, man legt auf der Karte fest, da will ich hin, und dann übernimmt der Autopilot die Arbeit. Allerdings wird man in den Autopiloten immer und jederzeit eingreifen können und das dann eben manuell steuern sollen. Das ist so ein bisschen der Ausblick für die Idris. Wie gesagt, die Systeme selbst werden da gerade noch aktuell entwickelt. Ja, und ich glaube, das war's dann. Na, zu Idris gab es noch ein Update, also die Updated Stats, also die technischen Daten, die könnt ihr auch auf der Seite finden bei SCB, die ganzen Übersetzungen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, es ist keinesfalls final, und sie haben auch gesagt, selbst wenn die Idris Flight Ready ist, wird das Ganze noch nicht final sein, weil sie dann immer noch am Balancing arbeiten müssen. Genau, richtig. Mhm. Aber schon mal ganz spannend, dass die Crewzahl der Idris gut erhöht wurde und dass zum Beispiel die Stats schon dafür sprechen, dass sie wirklich landefähig ist. Das war ja auch bisher noch in der Diskussion. Ja, weiter ging es dann mit schon den Spectrum Dispatches. Ja, und da gab es letzte bzw. diese Woche oder ja, eigentlich ist es von letzter Woche, genau, zusammengefasst. Genau, ein Team von Observist Lifestyle, und die befassen sich eigentlich immer mit verschiedensten Kulturen und einzigartigen Kulturen, die es so im Empire gibt. Und diesmal haben sie die Fans von Sator Ball vorgestellt. Und das war ganz witzig und ganz toll auch übersetzt. Danke an dieser Stelle und toll geschrieben, also unbedingt reinlesen, denn dieses ganze Spiel, also das ist ja Sator Ball, also wer es noch nicht kennt quasi, ist eine Mischung zwischen American Football, würde ich jetzt mal sagen, und Fußball und geht total ab. Und das in Null-Gravitation? Ja, ganz genau. Dazu sagen. Also wer Ender's Game kennt, der weiß schon ungefähr, was er da erwarten kann. Ja, und da gibt es halt diese Astro Arena, und jeweils 6 Spieler versuchen halt auf das Tor des Gegners zu kommen, und um dorthin zu kommen, gibt es verschiedene Hindernisse oder Barrieren, die wiederum sind magnetisch und können den Ball und alles aufhalten. Ne? Cool. So, also das ist echt ganz witzig, und dieses Projekt ist eigentlich, oder Sator Ball ist eigentlich entstanden aus der Community. Ne? Die haben, also es wurden Ideen gesammelt, welche Entwürfe könnte man jetzt nehmen für eine Sportart. Daraus ist es entstanden, wurde aber mittlerweile wieder von CRG so ein bisschen überarbeitet und angepasst. Mhm. Wir wissen nicht, was der genaue Stand da im Moment ist, aber so, das ist die Grundfassung. Also falls ihr da noch was wisst, lasst es uns gerne im Chat wissen. Wir lernen auch gerne was dazu und vielleicht machen wir mal eine Folge darüber oder so. Ja, sehr gerne, natürlich. Genau, jedenfalls die Fans von Sator Ball, nur kurz dazu, zu dem Bericht. Die Banu sind wohl mit die größten Fans. Also sie haben gesagt, im Jahr 2944 wird es bereits fast 35 oder sind es bereits fast 35% der Jahrestickets, die quasi an die Banu gehen. Und das Lustige ist, falls ihr sie nicht erkennt, kein Problem, das sind die, die immer jubeln, davon sind wohl schon die Leute genervt, weil sie entscheiden sich nicht dafür, welches Team finde ich jetzt super, aus moralischen Gründen können sie das nicht mit sich vereinbaren, jetzt für den einen oder anderen zu sein. So geil. Und also guckt einfach danach, wer ist total bunt angezogen, weil das heißt dann, das sind die Banu-Fans, weil, wie gesagt, sie jubeln sowohl für das eine als auch für das andere Team oder für ein Team, was gar nicht gerade spielt. Genau, wird ein bunter Haufen, also ein Regenbogenhaufen, wie es so schön heißt in diesem Spectrum Dispatch, wo sie sich ein bisschen drüber aufregen, dass sie immer unglaublich laut sind und den Fans dann keine Ruhe lassen und im Endeffekt sich überhaupt nicht entscheiden, welches Team jetzt cool ist. Ja. Finde ich aber ja total nett. Ja, es ist wirklich süß. Also der Artikel ist echt cool, also lest mal da mit rein. Und dann hatten wir noch einen Galactic Guide, und zwar zum Kaifa-System.
Das Kaifa-System ist ein Xian-System, also ist ein System im Xian-Raum. Ja, und es gilt bei den Xian als ein heiliges System. Also es besteht insbesondere aus drei Planeten an sich, wovon der Kaifa 2 der wichtigste der Planeten ist. Dieser ist nämlich so aufgebaut, dass er ein Tag auf Kaifa 2 sind 128 Erdenjahre. Und bei den Xian gilt es eben so, also bei den Mönchen, die dort leben, dass man sagt, sie würden, es ist ihre Kerndisziplin oder ihr höchstes Gut wäre es, einen Tag lang zu meditieren auf diesem Planeten. Mhm. Es ist also ein religiöses und spirituelles Zentrum. Da gab es dann auch eine bewegte Geschichte natürlich dazu. Ja. Das auch danach zu lesen, ja. Vor allem zu der bewegten Geschichte auch, darauf wolltest du, glaube ich, auch hinaus, ne, dass es halt für lange, lange Zeit für Menschen oder UII-Bewohner quasi unzugänglich war und auch geheim gehalten wurde, dieses System, bis es dann irgendwann entdeckt wurde, aber wie das Ganze ausgegangen ist, ob friedlich oder nicht, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall war ja auch eine Kernaussage, je bedeutsamer der Gedanke, desto bedeutsamer die Wirkung. So ist es, genau. Und in diesem Sinne lest diesen spirituellen Bericht. Richtig, so, und dann könnt ihr euch gucken, ob ihr da vielleicht mal reinkommt in der Zukunft, wenn das System dann da ist. Genau, aber keine Aggressionen sind dort gewünscht. Definitiv wird gleich nicht geahndet, haben sie gesagt. Es ist ein spannender Artikel geworden, ein ganz anderes Sternensystem, als wir es sonst so kennen, also lest mal da rein. Ja, und von da aus gehen wir dann zu dem, was bei uns auf dem Channel so passiert ist. Da gab es auch einige Videos, ne? Und das Witzigste war dann, glaube ich, am letzten Samstag haben wir ein neues Let's Play gemacht, ein Multicam-Let's Play, wo Dozer dann auch wieder mal mit dabei war. Dozer, Weezen und ich sind mit ein paar Leuten aus dem Chor losgeflogen und haben eine Rettungsmission in Jela gemacht, wo wir das natürlich ein bisschen inszeniert haben. Einer von unseren Leuten, oder zwei vielmehr, haben da die Piraten gemimt und wir haben dann versucht, jemanden mal aus einer Constellation zu retten. Das hat auch ganz gut geklappt. Und als kleiner Tipp für das Video, schaut es bis zum Ende an, denn am Ende ist auf jeden Fall die absolute Pointe von dem Video. Das ist ziemlich Boys nice. Genau, so ist es, ja. Ja, was gab es noch? Dann gab es ja noch ein Video, ne? Ein Star Guide zur Freelancer. Ah ja, genau, der Starship Guide, richtig. Starship Guide, genau, den haben du und Weezen gemacht. Ja, ja, genau. War von euch ja gewünscht. Die Freelancer war auf der Liste auf jeden Fall noch offen. Haben wir uns jetzt auch dran gesetzt. Da wird jetzt demnächst auch noch der Flight-Test zu kommen. Schaut mal da rein. Wir haben die Starship Guides ein bisschen umgeändert, damit sie nicht von Patch zu Patch schon wieder obsolet werden. Das geht nämlich bei TIG in letzter Zeit sehr, sehr schnell. Darum haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Da kommt jetzt, wie gesagt, noch ein Flight-Test zu. Wir werden auch weitermachen an den Starship Guides und wir alle Fans der Freelancer können da jetzt schon mal reinschauen und wir haben sehr, sehr viele coole Kommentare bekommen, warum ihr euch jetzt speziell für die Freelancer entscheidet. Also von daher, hinterlasst da mal eure Meinung, das interessiert uns sehr. Und ja, dann gab es noch etwas zur Caterpillar, ne? Genau, ein Showcase. Ja, ne? Der wurde auch noch gemacht, auch von Weezen und Sawyer. Und ja, da habt ihr euch mit der Caterpillar beschäftigt, bevor sie in den Hangar kommt. Ja, da mussten wir schnell sein. Die sind ja gerade sehr, sehr stark am Arbeiten. Und bevor das wieder passiert, wie bei der Starfarer, dass sie uns das Schiff vorwegnehmen, haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall noch ein Showcase dazu. Also alle Fans der hochmodularen, spannenden Caterpillar, die sollten da mal reinschauen. Denn wir fassen euch alle Infos, die wir jetzt aktuell hatten, dafür soweit zusammen. Und ja, ansonsten kann man noch sagen, einen Livestream gibt es diese Woche wieder. Und zwar am 14. Donnerstag, genau. Donnerstag, den 14.2015 mit Sawyer. Der führt euch dadurch. Let's Crash live auf Twitch. Ganz da sind genau. Wir wieder dabei. Ja, und dann haben wir noch eine Auswertung zu machen, glaube ich, von Interaction. Genau, Interaction. Da haben wir euch ja auch gefragt, was interessiert euch eigentlich von den nächsten Mechaniken am meisten? Und da hatten wir verschiedene Punkte für euch rausgesucht, zum Beispiel Cargo. Da waren 50% von das euch. Ist also definitiv das ganz weit vorne. Interessiert euch, ganz genau. Dann Bergbau bzw. Mining waren 31%. Dann hatten wir Reparatur. Genau. Das waren 13% und Betankung waren 7%. Richtig, genau. Auch wenn Weezen sich ganz stark für die Betankung ausgesprochen hat, als Jägerpilot ist das auch irgendwie verständlich. Das interessiert anscheinend die wenigsten von euch. aber wir können euch ja beruhigen, Cargo soll auf jeden Fall eine der Mechaniken sein, die demnächst kommt. Ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Abstimmen und schönen Dank, dass ihr jetzt dabei gewesen seid, uns zugeschaut habt. Bleibt uns gewogen und auf jeden Fall, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, abonniert unseren Channel zu Star Citizen, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Hinterlasst uns viele, 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 viele Kommentare. Und wenn ihr uns persönlich für unsere Arbeit hier bei Star Citizen und auf dem Crash Academy Channel unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und, wir sehen uns nächste Woche. So und, ist es. Sawyer und Cecilia verabschieden sich mit einem See you on the flight deck.